Grüß Gott zu meiner neuen Sendung der GS Nehmer Show. Heute ist der 29.04.2011 und ich präsentiere euch meine zweite Sendung. Das letzte Thema, ihr erinnert euch noch, war Ostern, das Fest der Liebe. Das heutige Thema, wie angekündigt, lautet: Bin pädophil und weiß nicht viel. Eins vorab. Ich distanziere mich von jeglicher Gutheißung der pädophilen Gäste. Ich distanziere mich von jeglichem, was die von sich gäbe. Und ich verabscheue das auch, was diese Praktik, was die praktizieren, also diese Art von Sexualität. Ist einfach nur pervers, krank und widerlich. Ich tue das auch nicht verherrliche oder sonst irgendwas. Ich weise darauf nur mal hin. Sondern das wird ganz neutral behandelt, das Thema, und ich mache mich eigentlich jetzt auch nicht so drüber witzig, es ist politisch unkorrekt und wie gesagt, ich distanziere mich von jedem, was jeder Gutheißung und Äußerungen, die diese Art von Menschen, wenn man das noch Menschen nennen kann, äußert. Das war der ernstere Teil davor, damit ihr gleich wisst, was auf euch zurollt. In letzter Zeit überschwemmt uns ja eine ziemliche Welle von Nachrichten, dass immer mehr Kinder verschwinden, immer mehr Kinder tot aufgefunden werden und immer mehr Kinder sexuell missbraucht werden von widerlichen Triebtätern, die sich irgendwie Maske drüber ziehen und sich als Freunde ausgeben, Kinder in die Wohnungen locke und, um dann ihren Dreck auszuleben. Um die Sendung auch wirklich so gestalten zu können, es ist wirklich eins meiner ernsteren Themen, sage ich jetzt mal, das auch mir wirklich an die Leber geht so ein bisschen. Und ich habe schon wirklich viel Sendungen gemacht über Holocaust und so ein Dreck. Aber das ist jetzt schon so was, was schon ein bisschen, ja, aber über das mir auch quatschen müsse. Und ich habe auch da ein paar Pädophile einlade und welche, die auch sein möchte oder denen ich es ansehe oder anmut. Und wir schauen jetzt einfach mal, was sich daraus ergibt, wie sich die Sendung entwickelt und ja. Und dann lade mal ein. Als erstes habe ich jemanden eingeladen und ich vermute, das ist ein Päderast. Päderaste sind einfach nur widerliche Wichser, die auf deine Jungs stehen. Und hier ist er, der Totti. Servus, Totti. Hallo. Servus, setz dich. Wo soll ich mich denn setzen? Auf den Hosenboden oder was? Setz dich da, wo Platz ist, aber nicht neben mich, weil sonst kriege ich AIDS oder was? Woher willst du denn AIDS kriegen? Von mir? Also. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Bin ich schwul oder was? Ich habe auch ganz dicke Eier. Willst du mal dran lang? Kein Bedarf. Hast du was für mich zum Trinken? Auch nicht. Für dich nicht. Okay. Was ist denn das Thema? Du machst da so eine Geheimniskrämerei drum. Dimmer ist pädophil und weiß nicht viel. Ich vermute mal, Totti, dass du irgendwie auf deine Jungs stehst. Gehe ich da recht in der Annahme so? Das ist natürlich total falsch. Ich stehe da nicht auf kleine Jungs. Mach mir doch den Dickdarm nicht kaputt. Was soll das jetzt heißen? Den Dickdarm nicht kaputt? Naja, kriege ich voll die Bauchschmerzen, ne? Also das lasse ich mir überhaupt nicht gefallen von dir. Lass mir doch nicht nachsagen, dass ich ein Kinderficker bin. Ich war zwar der Kotelettenlord und ich habe auch viel Tee und Kaffee, aber ich bin doch kein Kinderficker. Muss ich abdehnen, ja? Also so sehe ich das nicht. Aber du weißt schon, was es geht und du hast auch einiges davon schon in der Nachricht gehört, oder? Natürlich, ich bin doch nicht taub auf den Ohren. Weißt du? Ich bin so geil. Ich brauche jetzt einen kleinen Jungen für meinen dicken Pimmel. Aha.
Da kommt's ja doch raus. Dann bist du ja doch so ein dummes Sau, so ein Wichser, so ein Elender. Was? Weißt du, was du bist? Was? Du Sau! Du widerlicher Pederast, du Dummer! Was soll denn das? Warum machst du mich kaputt? Weil du Kinder kaputt machst, du Schwein. Eins kann ich euch sagen, und das ist die absolute Krönung. Nach der Sendung seid ihr alle verhaftet. Was? Warum? Da muss ich ja gleich den Michael Jackson anrufen. Du machst einen Teufel! Was? Nein! Lass das Handy! Lass das Handy! Das ist er mit dem Scheiß. Ey, jetzt hast du es kaputt gemacht. Jetzt hast du mein Handy kaputt gemacht. Das musst du mir teuer bezahlen. Dafür wirst du mir büßen. Verstehst du? Büßen. Kostet 500 € der Scheiß. Und das wirst du mir zahlen. Ich zahle Scheiß, du wolltest Michael Jackson warnen, okay? Und so geht es nicht, du warnst hier niemanden, okay? Ach, Michael Jackson ist das doch eh scheißegal. Ist eh schon tot, oder? Spielt das doch gar keine Rolle. Ob er jetzt gewarnt wird oder nicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Hat doch gar keinen Sinn mit dir. Wie viele Kinder hast du schon missbraucht, du Wichser? Ohne dass erwischt worden bist. Na, wo ich auf Kuba war. Wo? In Kuba. Da sind so kleine Mädchen und die massieren einen. Und dann habe ich gesagt, ich soll mir die dicken Eier massieren. Und dann haben wir das gemacht und das war geil. Und dann kam aus mir auch schon die Sonnenmilch raus. Was? Aus meinen Eiern kam die Sonnenmilch. Oh, das war gut. Ich glaube, ich gehe wieder nach Kuba. War geil. Dann hat mich mein Traum nicht getäuscht. Ich habe davon geträumt und der Albtraum ist wahr geworden. Gut, hä? Du gehst eigentlich nach der Sendung gar nirgends mehr hin, nur noch in der Knast. Wie gesagt, Polizei steht schon vor der Tür und die habe ich schon informiert. Das heißt, ich habe Pädophile eingeladen und auch Nicht-Pädophile und nach der Sendung ist ja klar, wo der Mensch in der schwedischen Gardine. C'est la vie. Also das ist eine Schweinerei von dir. Du lädst mich da ein und andere unter der Frohlockung. Wir kriegen ein bisschen Geld von dir und dann hintergehst du uns so billig, du Schwein. Ja, also mit dir hat es irgendwie keinen Sinn zu reden, weil... Na, warum nicht? Ich kann dir sagen, welche Stellung ich schon gemacht habe. Das interessiert mich überhaupt nicht, weil das sonst kotze ich. Und dann kotze ich voll auf dich, okay? Also ihr müsst ihr eins merken, wenn ihr nicht verhaftet werdet, ich habe auch noch ein paar Waffen hier, ne? Dann kriegst du einen Kopfschuss und dann ist rum. Und was hältst du davon? Ich tue das nämlich nicht gutheißen. Was ihr da macht, wie ihr einen Scheiß auslebt, ich finde das so krank. Wie kommt man eigentlich dazu? Weiß ich doch nicht. Ich glaube, ich bin so auf die Welt gekommen. Da habe ich mir schon einen geschrubbt in der Wiege. Was? Was sag mal? Da war ich noch ein kleines Baby. Ich glaube, dann habe ich ein Trauma gekriegt. Weil ich mir schon eine Hand eingelegt habe. Verstehst du? Hab schon gewichst in der Wiege. Und darum bin ich jetzt so. Nee, das ist keine Ausrede. Das lasse ich nicht zählen, also. Unter so einem Vorwand, also. Das kann nicht sein. Okay. Wir werden einen weiteren Gast einladen, weil so kommen wir nicht weiter, und zwar der Herr E. Ich nenne jetzt nur E und er ist alt, glaube ich, und er hat eine komische Stimme auch, ich weiß auch nicht warum. Aber vielleicht vom Krieg noch damals, vom Hitler und so, wie gesagt. Und ja, ist er da ja. Begrüßt ihn. Ich sag nur Buh. Buh, Buh, Buh. Setz dich, Herr E. Hallo. Sag mal was dazu. Bin pädophil. Bin pädophil. Du weißt nicht viel. Ich weiß nicht viel, aber ich bin pädophil. Ich stehe auf Jungs und kleine Mädchen. Bin pädophil. Ich bin pädophil. Und wie alt bist du? Bin 60. 60 bin ich. Und wie lange betreibst du schon dein Hobby, dein außergewöhnliches?